Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Wouter und mit unserem Nerd-Alderle. Wir schlafen jetzt gleich und ich hatte es schon angekündigt, ich möchte nochmal in die Hecke ein paar Bärchenbrocken holen, damit wir Leder herstellen können für unsere Marienkäferrüstung. Und ich habe aus der Wiki die Karte aufgemacht für die Milchmolare, damit wir in dieser Ecke hinten vielleicht ein, zwei schon mal einsammeln können. Das Vogelbad wäre übrigens auch ein Ziel. Ich habe nämlich gelesen, dass es da auch ein Milchmolar gibt. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen die Mission vom Vogelbad. Da gab es den Marker. Nämlich, wenn ich mich richtig erinnere. Und damit wir überhaupt die Chance haben, habe ich gestern schon mal Quests abgebrochen, zwei Stück. Die Wolfsspindel bleibt, weil die machen wir nämlich die Tage. Und habe jetzt den Ingame-Tag genutzt, um ein bisschen Gras zu besorgen und Stängel, sodass wir hier dieses Dings hier auch noch weiter bauen können. Ich würde sagen, wir pennen schon mal und gehen kurz runter zum Burgle. Vielleicht haben wir Glück und das Vogelbad wird frei. Ich weiß es nicht. Aber früher oder später kommt es eh und da wir sowieso noch mal rüber müssen, denke ich, im Verlauf des Spiels wird es dann auch noch passen. So, Essen, Trinken ist natürlich jetzt nicht so der Knüller, aber ich habe uns nämlich auch was auf den Grill gelegt. Und das sollten wir eigentlich heute gut rumkommen. Ne, seht ihr, hier habe ich jede Menge Material schon mal besorgt. Unten ist auch noch das Lager für die Stängel. Jetzt gehen wir einfach mal unser Glück versuchen. Die ganze Nacht hat die jetzt schon hier gehustet. Ich weiß allerdings nicht, wo die ist. Da klemmt sie. Da klemmt sie. Sag mal, wie haben wir dich eigentlich gescannt? Jetzt haben wir dich gescannt. Jetzt haben wir dich gescannt, mein Süßes. Wollen wir mal kurz gucken? Wollen wir einmal ganz kurz gucken, welches ist denn das Glühwürmchen? So sehr ich die Zeichnungen lieb, immer erkenne ich es nicht. Ein Glühwürmchen ist ja eigentlich, ist ein Glühwürmchen neutraler? Ja, ist es neutral. Mit Stechen. Ah, mit Stechen kannst du die praktisch machen. Wollen wir die hier gleich machen, dass ich sie analysieren kann? Nö, machen wir jetzt nicht. Da gibt es ja auch noch einen Auftrag irgendwann. Außerdem ist es fies, weil es gerade da drin klemmt. Das arme Ding. So, ganz kurz rein. Nicht lange aufhalten. Nur schnell die zwei Missionen holen. Und dann kann es schon weitergehen. Entschuldigung. Normalerweise habe ich das immer aus. Was? Dododex. Hä? Ich hab's leise. So. Morgen, Burgle. Morgen. Wie es dann trillert, ne? Wie es dann auch noch trillert. Super Geschichte. So, wir haben Marienkäfer Beinschienen und Madenleggings. Ja gut, ich nehme sie mal mit. Gibt ja Punkte. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Hätte ja sein können. Aber ist nicht so schlimm. Wir gehen trotzdem rüber. Ich will nur ganz kurz mit euch die Materialien verbauen. Wir schnappen uns ganz eben das Graslagerle. Das ist nämlich auch noch voll. Und dann können wir oben kurz die Verbindung darüber ziehen schon mal. Zumindest schon mal ein Stück. Dann kann das Gras nämlich hier auch nachwachsen. Wunderschön. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind drei, vier Molare auf jeden Fall drüben. Eins ist am Vogelbad. Da waren wir ja noch gar nicht in dieser Runde. So, ich stelle es mal hier ab. Beziehungsweise können wir gleich Gas geben. Ich habe nämlich auch schon das ein oder andere reingeheftet. Ich glaube, hier unten war auch noch nicht fertig, oder? Doch, hier habe ich schon fertig gebaut. So, und dann geht es nämlich jetzt hier rüber. Und den Ding will ich noch fertig bauen für diese Bienenrüstung, die wir da gefunden haben, irgendwann. Weil ich konnte nämlich hier gar nicht so richtig, wegen dem Eingang vorne, habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal heute mit euch. So, damit wir nicht noch länger brauchen, nehme ich das hier mal mit runter. Und ich hau es voll. Ich darf nur nicht vergessen, mich gleich umzuziehen. Sonst renne ich wieder mit der Ameisenrüstung hier rum. Oh, da habe ich aber einiges besorgt, du. Zwei Stück sind es, glaube ich, noch. He? Okay, eins. So, das ziehe ich jetzt hinter mir her. Wird nicht unterstützt. Wahrscheinlich, weil es keine Unterstützung hat. Na gut. Aber ein bisschen näher dran liegt es jetzt schon. Weil wir gucken, wie wir darüber kommen. Ich nehme nicht an, dass wir auf diese vorgefertigte Plattform direkt kommen. Das müssen wir aber auch gar nicht. Oh, ich kann schon wieder anzeichnen. Sehr cool. Ich mache einfach mal mit dem Zeug jetzt hier weiter. Ja, das ist doch cool. Können wir dann schön verzieren vielleicht noch mit so einem Eichelzaun oder sowas. Oh, da hätte ich schon Bock drauf. Soll ja schön sein. Und dann mal hier die erste Plattform rechtzeitig, ne? Und dann von dort aus vielleicht. Ja, vielleicht gehen wir auch hinten rum.
Mit so einer kleinen Wendeltreppe hier rüber bis zu den Pilzen. Müssen wir mal schauen. So, wie viel hast du noch drin? Die letzten 8. Dann wäre es schon fast geschafft. Das ist richtig geil, oder? Sind hier... Oh oh. Ich glaube, die gespielt uns. Jetzt geht sie wieder rein. Das war jetzt mehr oder weniger, weißt du, die Nachbarschaft. Hier, was macht denn der für einen Lärm, der Idiot? Mitten am Tag. Weißt du nicht, dass wir nachtaktiv sind? Wir schlafen tagsüber. Das ist schon mal ziemlich geil, dass... Leute, ich glaube... unser Aufenthalt hier über dem Ding macht's, dass die aufwacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Und jetzt kommt sie wieder gucken. Und dann haut sie wieder ab. Finde ich gut. Was brauche ich hier? 5 Ton, 5 Sprössis, 3 Seil. Ich nehme die mal alle raus. Wir machen mal hier weiter. Müssen wir da Seile mit rübernehmen? 5 Ton, 5 Sprössis. Weißt du was? Mach die da so rüber. Dann machst du die so rüber. Und dann müsste es normalerweise schon fertig sein. So, nächstes Püppchen ist fertig. Jetzt wollte ich allerdings, aber die kommt ja wahrscheinlich jetzt jedes Mal wieder, ne? Ist egal, ich baue mal jetzt hier rechts weiter. Es muss ja erstmal nur ein kleiner Weg sein, ne? Hören wir doch erstmal so, das sind nochmal 8 Stück. Ich habe mehr Material besorgt, als ich jetzt verbauen kann heute, weil wir müssen ja auch noch los, ne? So, jetzt drücke ich hier einfach mal E. Und hier drücke ich auch mal E, dann sind die Sachen wieder drin. Soweit klar. Ich nehme 8 Stück mit. Da müssen wir noch eine Verstärkung ranziehen dann irgendwann. So, ich mache jetzt nochmal die hier fertig, die 2. So, und das hier haue ich wieder weg, ne? Taking a look. Nee, nee, so nicht. Da würde ich jetzt auch eher do auf der Seite den Balkon sehen. Das heißt, wir machen hier ein dreieckliches hin. Jawohl. Machen wir dann da auch ein dreieckiges hin. Nee, das gefällt mir nicht. Wir machen hier ein dickes hin. So, nochmal 8 oder wie viel Stück? 6. Ich muss gerade mal kurz gucken. 2, also 6 Stück noch. Oh, dann ist cool. Dann hat sich's doch fast, geht sich's fast aus. Guck mal. Wollen wir das kurz fertig verbauen hier? Das sind ja nicht mehr viele. Und dann haben wir nämlich schon mal unsere Plattform überm Burgel. Und die brauchen wir ja, dass wir da nicht jedes Mal unten lang müssen. So, das würde ich gerne wegmachen. Das auch. Das überlege ich gerade. Komm, wir gucken mal eben. Finde ich ziemlich cool. Ich habe die Spinne wieder geweckt. Die andere liegt da hinten. Bin mal gespannt, wann die erste hier steht. Wir brauchen aber mehr Mats, ne? So, guck mal. Dann hätten wir nämlich hier diese Balkongeschichte. Könnt mir vorstellen, dass das dann so ziemlich nett aussieht. Aber jetzt wird's blöd. Ja, das ist scheiße, habe ich nicht berechnet. Dann lassen wir den Balkon so. Wir machen den auf jeden Fall schon mal von vorne weg 3. Und ich werde ihn wahrscheinlich hier noch rausziehen. Sehr, sehr geil. Gut, kommen die letzten Gras, verbauen wir noch geschwind. Das Schöne ist, immer wenn wir jetzt rübergehen, kommt wahrscheinlich Spino. Jetzt habe ich nicht nur das ausgemacht, sondern auch meine Uhr.
Ja, guck mal, dann haben wir das verbaut. Das ist doch cool. Nächstes Mal, wenn ich Material hole, können wir nämlich hinten dann schon ausbauen. Dann machen wir eine Leiter runter oder ein Trampolin unten hin. Müssen wir mal gucken. Hier dann schön Zaun und dann passt es. Guck mal, jetzt habe ich gerade noch eine Ecke gesehen. Die kriegen wir vielleicht damit zu. Dann sieht es noch netter aus. Ja, fällt mir. Ihr fällt mir. Hey, schöne Geschichte. Und dann geht es endlich los hier am Baum, ne? Dann haben wir da die Plattform. Dann müssen wir außen rum. Das nächste größere wird dann hier gebaut. Und da werde ich dann wahrscheinlich mit dem Alterle auch wohnen. Und dann müssen wir erstmal gucken, wenn wir da oben sind, wie sieht denn das da oben aus, ne? So, was brauchen wir denn jetzt, wenn wir rüber wollen? Drüben haben wir auf jeden Fall einen Spawnpunkt im Labor, in der Hecke. Den benutzen wir wahrscheinlich heute. Ich nehme nicht an, dass wir damit einmal durchkommen. Ich wollte mich umziehen und ich wollte die eine Rüstung noch dahin machen. Jetzt machen wir aber mal kurz die Ameisenrüstung aus unserem... Streichen wir mal eben aus unserem Leben. Da würde ich sagen, Ausrüstung tauschen. Ameisenrüstung ist drauf. Und wir brauchen... Wir hatten eine Marine. Wir brauchen praktisch diese Teile hier. So sind wir aktuell ausgerüstet. Pass auf. Ja, ja. So sind wir ausgerüstet. Ich habe meine Tools dabei. Kann ich die Schaufel kurz reparieren? Wahrscheinlich, wenn ich näher an meine Kiste gehe. Ich probiere es mal eben. Einfach, dass es repariert ist. Schaufel ist repariert. Die Axt können wir nicht. Da brauchen wir wieder Brocken und so weiter. Das ist aber kein Problem. So, meine Lieben. Na, hau mal ab, oder? Das mache ich noch hier rüber. Wir haben... Die und die Geschichte haben wir noch zufällig. Eine Puste haben wir keine mehr. Ne? Ich habe jetzt noch nicht alles sortiert. Ich habe noch eine Kiste zusätzlich hingesetzt gerade. Bevor ich euch dazu geholt habe. Ne, müssen wir Pusteblumenstängel irgendwie. Ich würde sagen, das ist es. Wir haben allerdings nichts zum Trinken dabei. Ne? Hier hängt jetzt auch nichts mehr drin. Das heißt, wir holen uns unten kurz Saft und dann hauen wir ab. Gehen wir unseren bekannten Weg, würde ich sagen. So, Spinnchen schlafen. Unser erstes Ding ist gebaut hier. Finde ich ziemlich cool. Das Glühblümchen geht gar nicht auf. Also Ziel ist einfach nur, Beerenbrocken zu holen. Und den ein oder anderen Milchmolar vielleicht noch. Zum Vogelbad würde ich schon gerne, weil da gibt es eventuell die Chance, dass wir nochmal eine Feder bekommen. Ne? So, hast du deinen Teil? Es ist zwar nicht das coolste Wasser... Aber ein bisschen was haben wir auf jeden Fall bei jetzt, ne? So, meine Lieben. Machen wir uns auf den Weg. Missionstechnisch muss ich nochmal ganz kurz gucken. Aufgaben haben wir. Die Wolfsspinne, Madenleggings. Ja, das andere ist alles Bauzeug. Hallo. Zum Essen habe ich jetzt auch nichts mit. Naja, da bin ich halt einfach. Ich will ja auch nicht ewig drüben bleiben, ne? Ich möchte ja weiter im Content dann voranschreiten. Wenn alles klappt, haben wir die Marienkäferrüstung komplett mit Aufwertung dann. Waffe und Schild. Könnte man eventuell sagen, okay, gehen wir ins Teichlabor. Vergiftet, gell? Hätte ich mal das Trinket angelassen. Oh oh. Ich kann es ja nochmal kurz umtauschen. Ne, halt, da war Gift plus. Ich vergesse das immer, dass das Gift, Gift minus war es, ne? Die Kleinen sind echt mieser wie die Großen. Ich habe mir wieder eine eingefangen. Aber er hält mehr aus mittlerweile, ne? Mit der Rüstung. Man merkt schon deutlich. Man merkt schon deutlich, dass er halt mehr aushält. So, wir gehen weiter. Aber ich würde sagen, die Bombis umrenne ich jetzt, sonst kommen wir ja da heute nicht mehr an. Ja, wer hat denn diese wunderschöne Leiter hier hingebaut? Diese tolle, diese coole.
Könnte man eigentlich abbauen jetzt wieder, brauchen wir ja nicht mehr. So. Bombis sind wir umlaufen. Schnagos gab es auch keine. Ich glaube aber oben am Teich. Ah, jetzt habe ich glaube ich kein Schnakendings dabei, gell? Wir nehmen einfach unsere Waffe, die war ja gut. Also ich guck mal ganz kurz rüber. Prinzipiell müssen wir erstmal ans Labor. Warte mal, ich switch das mal ganz kurz hier so um. Dann haben wir eventuell eine bessere Ansicht. So, bin mal gespannt, ob wir überhaupt einen finden. Als wir drüben waren, meine ich, war einer auf dem Labor oben drauf gelegen, auf dieser Batterie, oder? Was ist denn der 13er hier? 13 wäre als Beschreibung Map Corner Ground Level. Map Corner Ground Level. Zeigt es mir hier an. Map Corner Ground Level? Wollen wir da mal hinlaufen kurz? Weißt du, wir können ja theoretisch auch da hinten ein bisschen erkunden. Da haben wir noch nicht alles gesehen. Da soll einer sein. Also praktisch ganz hinten in der Ecke. Wichtiges Bärchenleder. Und dann können wir nämlich weitermachen. Wir gehen dann ins Verseuchte. Schubdubidubabdu. Vor allem weiß ich gar nicht, ob da hinten neuer Content reinkam oder sowas. Ja, der Vogel ist der Hammer, das Geräusch dann, ne? Hier will ich hoch. Und das war der Ast da drüben, den müssen wir schnappen irgendwie. Diggerle, wie sieht's aus? Hast du hier Feder fallen lassen vielleicht, die ich jetzt gerade im Moment noch nicht sehe? Jo, Baby. Nicht mit dem, Digga, so wird's nix. Wie jetzt nur eine? Habe ich jetzt welche übersehen oder ist wirklich nur eine? Es scheint nur eine zu sein. Hier ist nichts. Die Bärchen machen wir mehr oder weniger auf dem Rückweg. Wie weit ist denn das in die Ecke rein? Hey, komm, wir gucken einfach mal, ob man da überhaupt so hinkommt, wie ich mir das vorstelle. Wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz ohne Spinnen ablaufen hier, ne? Ja, da liegen so ein Pennen. Nehme ich mal mit, ich habe nichts zum Essen bei. Wobei das eh keine gute Idee ist. Wenn man das jetzt die ganze Zeit Spinnen machen wollen. Gab es doch aber diesen Zugang. Wieso gehe ich nicht durch? Ich gehe doch am besten durchs Labor geschwind da hinten oder den Ast hoch, oder? Wir wollen ja in die Ecke. Ich könnte durchs Labor, ich kann aber auch. Kann ich hier auch hoch? Ja, könnte ich schon, aber ich gehe durchs Labor. Ne, weil dann laufen wir nämlich hier hinten rum. Schubdubiduhu. So, nimm deine Waffe wieder. Ein paar Pilze hast du dabei, dieses Getränk hast du dabei. Ja, solange uns jetzt die Vorräte reichen, würde ich sagen, passt es so. So, ich gucke in die Richtung. Jetzt pass mal auf. Da steht noch die 15 und die 16. 15 wäre Broken Lab Piece Ground Level und Next to Rock Wall. Also hier müssten wir jetzt normalerweise einige bekommen. Hier ungefähr sollte eine sein. Das heißt, wenn ich jetzt da einfach weiterlaufe. Das sind jetzt halt die ganzen Spinnen, ne? Ja gut, die eine oder andere können wir ja wegmachen. Next to Rockwall. Hier drüben. Bin ja mal gespannt. Da hinten ist eine Wanze. Kleine Spinne und die bewacht. Da haben wir doch schon einen. Ich muss nur die kleine Spinne wegmachen. Übrigens auch, dass ich diese Vergiftung bekomme, wenn ich sie schlage, ne? Habt ihr gesehen? Weil ich habe... Scheiße. Den entkommst du ja nicht einfach, wie du es gerne hättest, ne? Ach, ich habe doch gar keinen Bock, jetzt beide zu machen.
renne mal kurz weg. Mal gucken, vielleicht geben sie auf. Geht's hier eigentlich auch weiter mittlerweile? Hier war die Maschine. Da ist ein Stück Labor. Ich kann ja den Milchmüller jetzt nicht liegen lassen. Den brauchen wir ja jetzt. Ne? Wissen wir noch, wie stark der Bogen gegen die war? Wieso hast du deinen Bogen jetzt weggeschmissen? Das war nicht mein Plan. Wo ist die Kleine? Komm hier rüber. Ich habe meinen Bogen weggeschmissen. Da ist sie. Hammer, wie zwei Spinnen dich dann aufhalten können. Ne? Ah, ah, ich habe keine Energie, die machen mich alle. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich habe zu wenig Energie. Ne? Ja, aber warte mal, vielleicht kann ich die hier hinter dem Baum kiten. Und wenn die dann da... Die hat jetzt aufgegeben. Jetzt sind es drei kleine. Ich will doch nur den Milchmolar, Leute. Spinnen. Gut, holen wir auf dem Rückweg. Holen wir auf dem Rückweg. Den haben wir jetzt, das war der 14er. Das heißt, der 15er, der müsste da... Ich gehe jetzt mal in die Ecke, wo ich gesagt habe, ja. Jetzt gehen wir mal da hinten rein. Ich markiere uns da mal die Ecke. Ja, so, mit dem Schuh draus. Warte mal geschwind. Hier dürfte ja normalerweise kaum ein Feind sein dann, oder? Wenn die Maschine da steht. Ich habe die übrigens, muss ich mal kurz... Mix R. By the power of Helion, champion of the sun. Nee, ich kann den ja nicht starten. Ich bin ja gar nicht vorbereitet, oder? Ab welchem Level macht man das so? Also so gefühlt, wie stark muss man denn da sein, dass man das überlebt, wieder spinnen? Ja, hier ist halt alles voll. Ob da jetzt einer noch war, weiß ich nicht. Aber da hinten ist nochmal ein Science-Lit, das holen wir uns. Stuck in a web. A scientific breakthrough. Den habe ich gar nicht gesehen. Da ist auch eine Kassette. Now let's review the progress of the last few months. I am getting ever closer to perfecting the spacer. Raw science containment has been a success. At last measurement, we are within 0.2% translation accuracy, but those final infinitesimal bits have proven the most difficult. Despite that, Burgle and I have been able to transit the miniature world without incident. I must admit it has been a bit overwhelming of late. Between school, grading papers, nightly work in the yard, and this sweltering summer heat, I feel strange. Some nights I find myself too exhausted to work on my experiments. This is going to give me gray hairs. I mean, why jump the idea? Trudy said that the stress is putting new wrinkles on my face. She may have a point about the hair, though. As much as I'm loath to admit it, it does seem to be stunning. Ist die Hölle hier? Es ist die Hölle hier. Es ist die Hölle hier hinten, oder? Ey, Rusty, haben wir die Karte bekommen vom Rusty Gold? Jo, haben wir. Hat sich schon wieder gelohnt, dass wir unterwegs waren. Problem ist, dass hier alles voll ist mit denen. Ich weiß gar nicht. Da müssen wir echt uns ein bisschen mehr... Ich dachte, das wird so eine kurz in die Hecke husch-Geschichte. Kannst du vergessen. Das ist nicht so kurz mal eben dahin gehuscht. Und wo soll der Milchmüller hier liegen? Wenn er sagt Corner, ist es die Ecke, ne? Jo, da liegt er tatsächlich. Na, wenigstens den haben wir.
Den haben wir auf jeden Fall geholt. So, ich muss mal ganz kurz auf die Map gucken. Den haben wir in der Ecke geholt. Ja, dann haben wir, wie gesagt, am Vogelbad oben wäre noch einer. Dann wäre ungefähr hier noch einer. Der nennt sich hier auf meiner Map 12. Over Apricot Pan. Ah, das ist oben dann in der Aprikosending. Das heißt, wir gehen schon mal hoch. Wir gucken mal, ob wir da hinten durchkommen ohne Kampf. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch bis zu dem Aprikosenpäckchen. Und dann müssen wir mal gucken. Uhrzeitstechnisch, naja, das werden wir nicht alles heute schaffen, aber dann penne ich drüben, weißt du? Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier durchkomme, ohne dass mich irgendwas aufknüpft. Was hast du? Beides? Worse than my mom's Brussels sprouts. Na, guck mal, wie es hochzieht. So, dann hier einmal drauf. Wo waren das ungefähr? Hier vorne jetzt gleich, gell? Was ist das Lilane da? Es kann sein, dass das noch. Da leuchtet irgendwas lila, aber das hat, glaube ich, mit uns. Eine Kiste, einfach mal so. Cool. Freue ich mich jetzt aber auch. Und das Lila, was ich sehe, das ist aus dem Garten hinten irgendwie was. Das hat mit hier nichts zu tun. So, ich suche die Klammer, ne, dass wir hochkommen im Baum. Oder? Es gibt hier vielleicht noch mehr zu entdecken. Da höre ich die Schnage. Die Stechmück. Vielleicht ist das ja doch ein Dings gewesen. Ne, das habe ich da hinten, das habe ich gesehen. Mensch, wo war denn jetzt dieser Aufgang hier? Der muss doch da jetzt jeden Moment irgendwo auftauchen. Da ist es, das Labor, ich hab's. Ja, dann machen wir uns morgen auf den Rückweg. Hab jetzt überhaupt kein Problem. Dann können wir nämlich das Vogelbad noch mitmachen. Und bevor ich es ganz vergesse, das war ja der Hauptgrund, warum wir los sind. Mal gucken, ob der Milchmüller da wirklich ist, den ich da jetzt gerade. Hier haben wir unser Speicherschelter. Habe ich irgendwas getötet, was ich aufhängen kann? Nee. Machen wir kurz den Spawnpunkt hier hin. Und gehen wir mal eben zu dem Päckchen. Da denkst du aber dran, Diggerle, dass da die kleinen Sauspinnen waren, ne? Da soll einer oben drauf sein. Und wie komme ich da hoch? Den haben wir doch bestimmt schon geholt, oder? Wenn da einer war. Ne, da liegt wirklich einer oben drauf. Ach, ich habe meinen Bogen nicht wieder eingesammelt, merke ich gerade. Ich habe meinen Bogen nicht wieder eingesammelt. Da hinten fliegt was, aber es ist nur eine Biene. Ein bisschen habe ich noch drauf. Jetzt kommen die kleinen Spinnius gleich. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich da oben drauf kommen will. Oh, es geht aber mit dem Ding ziemlich gut. Kann man übers Röhrle laufen? Ey, ich glaub's nicht. Oh oh. Sollte das gehen, übers Röhrchen dahin zu kommen, oder muss ich von oben irgendwo abspringen? Weiß ich nicht. Aber das, glaube ich, geht auch besser, wenn es hell ist, oder? Ich probiere mal, ob ich hier irgendwo eine Erhöhung kriege. Man kann sicher über die Blätter vielleicht. Aber. Ja, das muss ich vielleicht im Hellen machen. Ich sehe ja fast nichts gerade. Wenn ich da auf das Blatt käme, käme ich auf das. Aber geiler wäre es, wenn ich. Oh oh. Okay, das will er mir nicht zugestehen. Okay, das steht auch senkrecht. Sieht man nur nicht in dem Winkel so gut. Na, da bin ich mir nicht sicher. Weißt du was? Das probieren wir vielleicht morgen, wenn es hell ist. Ich habe uns ja heute jetzt schon mal hier an die Dings gebracht. Das ist ja schon mal ziemlich nice.
Weißt du was, ich sehe es halt wirklich nicht, ne? Das könnte eventuell so gehen, aber ich könnte mir gut vorstellen, über das Röhrchen hätten wir es auch geschafft. Wäre doch toll, wenn wir den jetzt noch kriegen würden. Jo, wir haben den. Ist es nix? Es ist was. Zwei Milchmolare eingesammelt, soweit sind wir schon mal. Die Bärchen, die da haben wir auch, die wir brauchen. Das heißt, wir sind dann dabei, die Rüstung aufzubauen. Da unten habe ich gerade irgendwas leuchten sehen. Lass mich mal kurz Licht ausmachen. Schwer rauszufinden. Leute, morgen geht's hier weiter. Machen wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch einen eingesammelt. Dann am Vogelbad die Geschichte und dann passt's. Dann würde ich jetzt hier einfach rüberwechseln in die nächste Folge. Wir pennen dann unten, stärken uns so gut es geht. Ein bisschen was haben wir ja. Und dann sind wir auch schon aufbruchbereit morgen direkt zu Beginn der Folge. Okay, das war gut. Denkt dran, da war noch eine zweite Spinne. Ich will nur zurück zum Labor erstmal, dass ich in eure Erde unten, das habe ich leuchten sehen. Das war der falsche Abzweig, nur so zur Info. Ist okay. Wie viel Milchmolare brauchen wir denn für die nächste? Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt nächstes will. Eigentlich hätte ich ja schon gerne... Eigentlich hätte ich ja schon gerne die ganzen Perks, dass ich die nutzen kann. Aber du musst ja auch ein bisschen entscheiden, ne? Sag mal, wo waren jetzt das? Da unten ist es. Komm, da fliege ich hier kurz durch. So. Bämsle. Morgen geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.